herzlich willkommen in meiner Kartenwerkstatt. Ich bin die Andrea und bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ihr seht heute die Materialien hier schon, mit denen ich heute eine Karte gestalten möchte. Und zwar das Produktpaket Landhausrosen. Und das besteht eben hier aus diesem wunderschönen Stempelset. Ich finde diese Schriftart auch ganz, ich muss ein bisschen schräg halten, damit es nicht so spiegelt. Also sehr, sehr hübsch. Gerade dieses Liebe, Wünsche, das habe ich jetzt schon ganz oft verwendet. Und heute werde ich mit dieser Rose draus arbeiten. Und die dazugehörigen Stanzformen Landhausblumen. Da habe ich diese Stanzform, Moment, ihr seht es ja gar nicht, diese Stanzform schon mal benutzt. Und ich werde heute kombinieren mit den imposanten Pop-Ups mit diesen Stanzformen. Und dann habe ich mir natürlich das passende Designerpapier hier noch dazu rausgesucht. Das nennt sich Vintage Rosen und ist, ja, ich sag mal so ein bisschen in gedeckteren Tönen. Das sind jetzt mal, oder ist mal die eine Seite. Hier habe ich schon gar nicht mal alles. Also das ist mein absolutes Lieblingspapier. Also in Schiefergrau, ein bisschen hier. Mich erinnert jetzt dieses Papier gar nicht so arg an Rosen, sondern eher an Mohnblumen. Lässt sich ganz toll kombinieren. Ich zeige euch am Ende des Videos noch ein paar Beispielkarten, wo ich auch dieses Papier hier verwendet habe in verschiedenen Varianten und Farbkombinationen. Dann ist was Gestreiftes dabei, was Gepunktetes, was so ganz kleine Blütchen drin hat. Dann das ist wie so ein Journal. Also ich weiß nicht, so ganz alte Buchführung, sage ich jetzt mal. Dann hier auch in diesen gedeckteren Tönen, Naturtönen, dieses Vintage. Und auf den Rückseiten sieht das Papier so aus. Also viel mit diesen Rosen eben, Blättern aber auch. Teilweise kann man die Sachen ausstanzen auch. Hier hinten ist auch eins in Brauntönen. Und ja, also ein ganz tolles Papier, mit denen man ja ganz tolle Karten eben einfach auch zaubern kann. Und ich habe hier eine Hochzeitskarte draus gemacht und habe eben diese imposanten Pop-Ups mit dazu benutzt als ja, Hintergrund sozusagen. Ich habe hier die Schrift in Silber embossed. Hoppala, jetzt fällt mir die Karte gleich aus der Hand. So ein ganz zarten silbernes Garn noch dahinter gelegt, ein paar Glitzis und mehr braucht diese Karte schon gar nicht. Innen habe ich sie ganz, ganz einfach gehalten, habe nur ein Streifen Designerpapier dazu gemacht, habe hier die Schmetterlinge einfach ein bisschen aufgestellt, das zeige ich euch gleich. Und ja, so ist eine wunderschöne Hochzeitskarte hier kombiniert mit Blütenrosa und mit Weiß. Man kann auch natürlich auch Kirschblüte ganz gut dazu verwenden. Das passt auch sehr, sehr gut zu diesem Schiefergrau. Und wir werden heute mal eine machen, nochmal mit einer anderen Farbkombination. Mit einem bisschen anderen Design obendrauf. Und wie gesagt, am Ende des Videos zeige ich euch auch noch andere Karten. So, für die Grundkarte habe ich mir jetzt hier den grundweißen, extra starken Farbkarton ausgesucht. Für die Grundkarte eben 10,5 x 29,7 und bei 14,85 habe ich sie in der Mitte gefalzt. Dann habe ich mir jetzt einen Farbkarton in Aquamarin ausgesucht. Der hat 10 x 14,85, also genauso lang sozusagen wie unsere Grundkarte, dass nur rechts und links ein schmaler Streifen bleibt. Und hier dieses Designerpapier, so schaut die Rückseite aus, das hat 9,5 x 14,85. So, und das können wir uns eigentlich gleich mal auf die Mattung kleben. Das mache ich hier mit Mehrzweckflüssigkleber. Ich zeige euch für innen auch noch mal eine Variante mit diesen imposanten Pop-Ups, weil die einfach, ja, das passt einfach richtig, richtig gut. So. Und meinen Aufleger mit der Mattung kann ich mir jetzt im Endeffekt schon mal auf meine Grundkarte, nein, jetzt klebt er, kleben. Ich mache das hier mit Dimensionals, einfach, dass es ein bisschen Dimension noch hat. So. Also bei dem Design, das hat ja so ein, ich würde sagen, Musterverlauf. Da müsste ein bisschen
aufpassen. Bei den meisten anderen von dieser Serie ist es eigentlich egal. Das hat keinen Musterverlauf in dem Sinne, von den Blüten her. So, und für innen habe ich mir auch nochmal einen Farbkarton in Aquamarin geschnitten. Der hat jetzt 10 x 14,35. Also einfach, dass er ein bisschen einen Rahmen hat. So. Und einen Einleger, der hat 9,5 mal 13,85, also nochmal 0,5 weniger. Und da werde ich jetzt gleich mal die imposanten Pop-ups dazu nehmen. Und zwar suche ich mir da einmal die Libelle aus und einmal diesen kleinen Schmetterling. Also es sind so einzelne Stanzformen auch drin, ein größerer Schmetterling und auch Blüten. Und da werde ich mir jetzt einfach, bevor ich mir das Ganze nämlich einklebe, mir hier einmal in die gegenüberliegenden Ecken einmal den Schmetterling und einmal diese Libelle einfach einstanzen. Und ich kurbel das jetzt gerade mal durch meine Stanz- und Prägemaschine. Da muss ich die große dazu nehmen, weil das hat ja hier 9,5 cm in der Breite. Das passt leider durch die Mini nicht durch. Meine große Stanz- und Prägemaschine, die kriege ich bloß immer nicht unter die Kamera. Das mache ich mal kurz und dann zeige ich euch gleich, was da rauskommt, Schönes. So, und dann seht ihr schon, wenn ich das hier abnehme, also die Falter, sage ich mal, die Libelle und der Schmetterling, die sind hier eben einfach, ja, ich sag mal zur Hälfte ausgestanzt. Also der Schmetterlingskörper hier bleibt stehen und die Flügel, ich habe euch das in einem anderen Video schon mal gezeigt. Ich kann auch das auch gerne hier oben unter dem weißen i auch nochmal verlinken. Die kann man so ein bisschen aufstellen. Innen in der Karte ist klar, wenn das jetzt zugeklappt wird, dann legen sich hier diese Flügel wieder an. Aber ich zeige euch gleich diesen Effekt auf dem farbigen Farbkarton. Das ist nämlich ein ganz toller. Ich klebe das jetzt gerade mal auf meine Matte. Für innen. Und da seht ihr, upsala, das sollte man natürlich nicht machen. Und dann seht ihr schon, dass da ja so die Ränder sozusagen doch schimmern dann. Und ich finde das einen ganz edlen Effekt, was das hier macht. Ja, die Flügel habe ich mir nicht lädiert, zum Glück. Ja, und dann kann ich das Ganze auch schon meine Grundkarte einkleben. Das mache ich auch mit Mehrzweckflüssigkleber. Und dann haben wir die Innenseite schon mal fertig. Dann geht es außen weiter mit der Front. So, und schaut mal, was das für einen schönen Effekt macht. Ich finde es total edel. Das könnte man natürlich jetzt noch beglitzern mit Wing of Stella. Das mache ich vielleicht in der Zwischenzeit. Dann kann es nämlich trocknen. So, einmal Wing of Stella. Und dann kann ich die Karte nämlich offen lassen. Oh ja, das macht einen tollen Effekt. Oh, die Libelle auch noch. Die Kamera fängt das immer nicht ein. Also das ist ja so ein ganz zarter Schimmer, was der Wing of Stella macht. Ja, es ist schwierig in der Kamera zu zeigen, aber das lasse ich jetzt einfach mal offen liegen und dann kümmern wir uns um die Kartenfront. Und zwar möchte ich da heute dieses runde Element hier verwenden. Und da habe ich es jetzt so oder so gemacht. Also dieser Rand, der wird ja nicht gestanzt. Also es wird nur das Innere gestanzt und geprägt. Ich habe mir jetzt da einen Kreis ausgeschnitten, der hat 9,5 cm im Durchmesser. Ihr könnt es auch so machen, also ich habe so einen Kreisschneider, wo ich mir das ausschneiden kann. Ihr könnt es aber auch so machen, dass ihr das einfach auflegt und einmal umrandet, dann geht es eigentlich auch. Das ist dann zwar, ich sag mal, einen halben Millimeter oder sowas kleiner, der Kreis, aber das geht auch gut. Genau, und das werde ich mir jetzt auch so durch meine Stanz- und Prägemaschine lassen. Also wie gesagt, wenn er 9,5 schneidet oder auch aufzeichnet mit dem Zirkel und dann ausschneidet, dann bleibt euch so ein ganz kleiner Rand hier an der Stanzform. Das ist natürlich super, da wenn man da einfach auch sehen kann, ist es einfach auch regelmäßig hier droben. So, und dann kommt das hier raus. Genau, und da könnt ihr euch, wenn ihr wollt, dann einfach schon mal entweder die Schmetterlinge aufstellen oder die
Blütchen, die kann man hier auch hochstellen, auch die Blätter. Die könnt ihr ein bisschen hochdrücken oder ihr nehmt euch den Pixie hier zu Hilfe und drückt euch das einfach ein bisschen vor. Oder den Spatel könnt ihr auch nehmen. Da ist ein Spatel auch noch dabei. Genau. So, und das können wir uns im Endeffekt jetzt hier schon einmal aufbringen. Und zwar mache ich das mit Dimensionless. Und da klebe ich mir jetzt einfach, also ich habe mir jetzt die Schmetterlinge aufgestellt und da, wo jetzt, ich sag mal, die Blüten sind und Elemente, die ich jetzt nicht aufstellen möchte, da kann ich mir jetzt einfach ringsum einmal Dimensionless drauf machen und einmal in der Mitte noch, dass es einfach nicht irgendwie doch hängt. Und das bringe ich mir mittig auf meine Karte auf. So, ich möchte, dass die Schmetterlinge hier oben sind. Aber das könnt ihr machen, wie ihr lustig seid. Also mit 9,5 hat dieser Kreis genau die gleiche Breite wie unser Designerpapier hier. So, das sieht ja schon ganz toll aus. Und ich finde, gerade mit dem Papier harmoniert das super, super schön. Und ich habe mir jetzt hier vorgestellt, jetzt müssen wir mal schauen, ob das so funktioniert, also ich habe es noch nicht vorbereitet, dass ich mir die große Blüte aus dem Stempelset hier einmal auf Farbkarton in Aquamarin stempel. Und zwar werde ich die embossen in Silber. Und dann nehme ich mir meinen Embossing Buddy, mache mir da ein bisschen Puder drauf. Den Embossing Buddy gibt es übrigens wieder in einem Set mit Pinsel und einer ganz tollen Bastelpinsette und so einem Hilfsmittel, wo man das Embossingpulver rein leeren kann, auf Seite 49 im neuen Mini-Katalog. Der ist wieder da, juhu! So, und dann werde ich mir Tinte in Versamag nehmen und werde mir hier jetzt mal meine Blüte mal einmal betupfen. Und werde dich jetzt einmal aufstempeln. So, da sieht man jetzt natürlich noch nicht viel. Aber ich habe hier mein Embossingpulver in Silber. Und das werde ich jetzt mal drüber geben. Mein Knöpfchen hier, wo ich das immer befestigt habe, ist leider abgegangen. Schaut mal, wie fein das hier rauskommt. Ich finde es mal wie Zauberei. Hier oben fehlt vielleicht noch ein bisschen. Gut abklopfen. Wenn ihr seht, irgendwie, da sind noch irgendwo kleine Pünktchen vom Embossing-Pulver, dann einfach mit dem Pinsel abnehmen. Aber mit dem Embossing-Buddy, der nimmt einfach die Statik vom Papier. Geht das super, super schön. So, dann werden wir uns das jetzt erhitzen. Achtung, es wird ein bisschen laut. So, ich hoffe, dass ich das euch jetzt gut zeigen kann, wie hier dieses Pulver schmilzt. Ich glaube, so sieht man es ganz gut. So, und jetzt sind alle Bereiche hier geschmolzen. Das seht ihr, wenn es einfach zum Glänzen anfängt. So, und dann kann ich mir das jetzt eben mit der dazugehörigen Stanzform eben ausstanzen. Ja, schaut mal, wie toll fein das ist. Oh, richtig schön. Und das ist so ein bisschen erhaben. Also, das ist embossen, das, oder heiß embossen, das fasziniert mich immer wieder. So, ich habe mir da jetzt schon Dimensionless hinten drauf gemacht und die Trägerfolie auch abgezogen. Und werde mir jetzt meine Blüte eben hier hersetzen. Und ich finde, das harmoniert sehr, sehr schön. Das eben so schön zart und auch hier die Blüte jetzt natürlich. Und ich werde mir jetzt da so ein silbernes Garn dahinter setzen. Das gibt es leider nicht mehr, aber wenn ihr in Fachhandel geht, wenn es jetzt nicht verheddert, in den Fachhandel geht für Nebenzubehör,
Also ich habe da ein goldenes Garn auch schon gefunden und da gibt es sicher silbernes auch. So, und das rolle ich mir einfach, das habt ihr ja gerade gesehen, einfach ein paar Mal um die, so dreimal meistens, um meine Finger. Und dann nehme ich mir hier Mini-Klebepunkte und setze mir dann noch ein goldenes Garn dahinter. Das könnt ihr natürlich vorher auch machen, aber es lässt sich auch nachträglich ganz gut reinbringen. Ich habe mir das nämlich jetzt auch danach erst überlegt. So, und ich nehme mir das einfach und klebe mir das so zu einer Acht sozusagen zusammen und klebe mir das jetzt einfach hier so einmal unten rein. So, genau. Und dann habt ihr so ganz zarte Schlaufen hier. Und ich werde jetzt heute, glaube ich, zweierlei Steinchen verwenden. Einmal diese selbstklebenden Funkelsteine. Diese neu, die gibt es hier in viererlei Farben. Na, was haben wir da noch für Fussel? Das ist Aquamarin. Das habe ich mir gedacht, das passt nämlich hier sehr gut. Die sind so ein bisschen facettiert. Also ganz edel. Pazifikblau. Und das müsste sein, ich habe gerade nachgeschaut, Calypso und Papaya. Also die sind auch im neuen Mini-Katalog. Und da werde ich mir jetzt einmal welche von den Aquamarinfarbenen hier nehmen. Und ich werde aber da auch den Basic Strass-Schmuck auch nochmal verwenden, weil sich das Silber natürlich da super schön wiederholt. So, wie machen wir die jetzt noch her? Und da nehme ich nur die ganz kleinen. Mitte von der Blüte noch. Und ich glaube, das reicht. Mehr mache ich da nicht. Wenn ihr jetzt wollt, dass ihr die, oder wenn ihr wollt, dass die Schmetterlingsflügel hier nur wirklich schön oben bleiben, dann könnt ihr auch noch einfach Mini-Dimensionals nehmen oder den Rand von den normalen Dimensionals und euch da so dünne Streifen schneiden und die hier unter die Flügel bringen. Also das geht auch. Ich lasse es hier jetzt so, weil die ganz gut halten hier. Und fertig ist schon unsere ganz zarte Karte. Ich lasse jetzt heute mal einfach bewusst ohne Spruch. Das wirkt so auch sehr, sehr schön, finde ich. Das geht jetzt als Hochzeitskarte, als Geburtstagskarte, als Dankeschönkarte, als gute Besserungskarte, wie auch immer. Und seht mal, wie toll das hier innen auch wirkt. Ja. Und mehr braucht die Karte, glaube ich, auch gar nicht. Ja, und das ist die Hochzeitskarte, eben in rosa. Dann habe ich euch ja versprochen, zeige ich euch noch ein paar Varianten. Ich habe hier mit einer Seite gearbeitet vom Designerpapier, das ist jetzt anders. Und habe eine gute Besserungskarte draus gemacht. Das ist das gleiche Stempelset, die Landhausrosen. Haben wir es hier, eine gute Besserung und alles Liebe. Und habe es hier kombiniert mit, also das ist jetzt nicht weiß, das ist ja weiß, das ist grundweiß, weil das zu dem Designerpapier, finde ich, mit dem Grau schöner passt. Als Grundfarbe hat dieses Designerpapier aber eigentlich Vanille pur. Und hier habe ich in Vanille gearbeitet und hier abgesetzt habe ich es mit Farbkarton in Sommersorbet, der neuen In-Color-Farbe. Und da habe ich eben auch die Papaya-farbenen Funkelsteine hier verwendet. Ein Band drunter, das ist schon ein bisschen älter und schon ist eine ganz tolle, gute Besserungskarte fertig. Hier habe ich auch die Stanzformen hier innen benutzt. Dann habe ich eine gemacht, die hat dieses Designerpapier und habe es hier kombiniert mit Nachtblau, auch einer neuen In-Color-Farbe und Vanille pur eben. Habe hier aus dem gleichen Stempelset Liebe Wünsche in Silber embossed hier und habe auch in Nachtblau dieses neue gewebte Geschenkband hier mit diesem Metallic-Schimmer noch dazu gesetzt, ein paar Glitzis und ja, mehr braucht diese Karte nicht. Hier habe ich es auch ganz einfach gehalten mit einem Designerpapierstreifen noch innen. Ich finde diese imposanten Pop-Ups, also sie sind einfach imposant, gell? Und dann habe ich noch ein Designerpapier verwendet aus der gleichen Serie, wo ich gesagt habe, das erinnert mich eigentlich eher an Mohnblüten, nicht an Rosen. Und das ist diese Karte hier und habe sie auch mit den Mohnblüten, mit den Painted Poppies, mit den Stanzformen Mohnblüten. Hier sind jetzt nur die Stanzformen außen hier kombiniert
Und zwar mit Vanille pur. Nein, hier ist es weiß sogar, aber ihr könnt es auch mit Vanille pur kombinieren. Hier habe ich beides, weiß und Vanille pur, weil das so ein, bei dem Designerpapier finde ich, so ein Zwischenton ist. Und habe es hier kombiniert von der Farbe her mit Kürbisgelb. Ist auch ganz frisch. Und hier innen habe ich noch Espresso verwendet. Und hier Farngrün und Gartengrün war es. Genau. Hier auch die gleichen Funkelsteine. Ja, und hier habe ich jetzt auch eine Karte ohne Spruch. Ich finde, da muss auch nicht unbedingt was drauf. Und innen habe ich die Mohnblüten gestempelt. Auch in Kürbisgelb. Ja, und so habt ihr mal jetzt ganz, ganz unterschiedliche Karten. Ich kriege sie gar nicht ganz unter hier. Ganz unterschiedliche Karten. Mit dem gleichen Designerpapier, mit dem gleichen Aufbau im Endeffekt. Hier mal im Querformat, ansonsten die anderen im Hochformat mit verschiedenen Farben kombiniert. Und ich hoffe, dass ich euch da ja ein paar Ideen zeigen konnte. Ich gebe euch die verwendeten Materialien und die Maße wie immer unten in die Infobox mit rein. Und wenn ihr die tollen Produkte von Stampin' Up! Bestellen wollt, dann gerne über mich unter andreaskartenwerkstatt@gmail.com. Ich beantworte da auch gerne eure Fragen. Oder ihr könnt auch im Onlineshop bestellen unter https://andreasteiner1.stampinup.net. Ja, und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude und Spaß beim Nachbasteln, beim Ausprobieren, beim ja, Kombinationen aus Testen, sage ich jetzt mal. Es macht ganz viel Spaß, da ja, ein paar Sachen zu kombinieren. Und wenn ihr jetzt ein anderes Designerpapier habt, ja, wirkt es bestimmt auch schon wieder ganz anders. Und ja, das ist immer wieder ganz spannend, finde ich, was da so im Endeffekt dann rauskommt. Ja, also ich wünsche euch viel Freude damit. Macht es gut, bleibt gesund vor allem und bis bald. Ich freue mich schon. Ciao!